drei Schlagworte, drei Themen scheinen die Diskussion zu beherrschen. 3D, DSLR und LED. Und wir haben heute versucht, ein klein bisschen tiefer einzugehen auf die verschiedenen Arten der Lichtquellen, den Charakter, die Leistungsfähigkeit, die Effizienz der Lichtquellen und zu zeigen, an den Schlagworten, die gerne gebraucht werden für LED-Technologie, was ist dran, was ist heute dran und wo könnte die Zukunft hingehen. Im Wesentlichen muss man sagen, dass die LEDs, die heute eingesetzt werden, nicht die perfekte Lichteffizienz haben, noch nicht, die man ihnen zuschreibt. Die Entladungslampe, also die sogenannte HMI-Lampe, ist immer noch wesentlich effektiver als Lichtquelle und bietet auch die bessere Farbwiedergabe gegenüber den meisten LED-Systemen. Das wird sich ändern. Ja. Dann heißt es, die LED lebt endlos lange. Das war bis vor kurzem ein bisschen zweifelhaft, weil nach einer gewissen Laufzeit die LEDs schwächer wurden in der Intensität, bis auf 50% runtergegangen sind. Das ist bereits verbessert worden. Eine Sache, die vielen LEDs heute noch anhaftet, ist, dass die Farbwiedergabe noch mangelhaft ist. Durch die Magie des Weißabgleichs kann man sich da durchmogeln. Aber es ist nicht perfekt. Der Rat, den man da geben kann, ist vorsichtshalber nicht mischen mit anderen Lichtquellen, sonst hat man unter Umständen Qualitäts- und Farb- und Hauttonunterschiede, die in der Post-Production nicht mehr auszugleichen sind. Die Flächen-LED, die so aus vielen LEDs besteht, wirkt immer sehr hell, wenn man jemanden direkt damit anstrahlt, blendend, irritierend eigentlich. Wenn man dann das entsprechend großflächiger gestaltet, diffuser macht, dann merkt man, so furchtbar viel ist noch nicht dahinter. Aber es reicht aus, die Kameras sind ja auch viel empfindlicher geworden. Die Kontrollierbarkeit einer Flächen-LED ist mangelhaft, weil die Tore Multischatten erzeugen und also eher dekorativen Charakter haben. Auch da gibt es ein paar Möglichkeiten, die man ausprobieren kann, aber die sind begrenzt. Und wir bemühen uns um fokussierende LED-Systeme, die also ähnlich sind, wie wir das mit unserer Dedolite-Optik bereits seit vielen Jahren machen. Und da haben wir recht gute Fortschritte gemacht und haben also jetzt dann drei verschiedene Systeme anzubieten, mit denen wir recht zufrieden sind. In 2-3 Jahren ist das wieder eine ganz neue Welt. Und wenn man das berücksichtigt, dann kann man heute LEDs einsetzen. Die können kleiner und leichter sein, auch von der Effizienz her ganz interessant. Aber es wird sich noch sehr, sehr viel tun. Irgendwann in ein paar Jahren wird das hoffentlich alles so gut werden, dass die großen Einschränkungen nicht mehr gemacht werden müssen.